Herzlichen Dank, Frau Denz. Sehr, sehr herzlichen Dank, dass Sie mich mit dieser Auszeichnung, sehr, sehr hohen Auszeichnung gewürdigt haben. Ich fühle mich natürlich auch sehr, sehr geehrt, aber nicht nur das, es erfüllt mich mit Demut, diesen Ring zu erhalten. Meine Damen und Herren, natürlich bin ich auch nicht alleine gewesen während dieser Entwicklung. Ich bin sehr froh, dass einige Mitglieder aus meinem Team heute Abend hier sind, natürlich auch meine Frau, die natürlich zusammen mit der Familie auf diesem Weg nachhaltig unterstützt hat. Ich komme zu meinem Vortrag. Meine Damen und Herren, wie Sie sicher wissen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das gilt natürlich nicht nur im täglichen Leben, sondern es gilt auch in der Wissenschaft. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Entwicklung der Lichtmikroskopie im 18., 17. Jahrhundert dazu geführt hat, dass man die Welt wörtlich, um Herrn Cramer zu zitieren, der das so schön formuliert hat, mit ganz neuen Augen gesehen hat, Dinge entdeckt hat, die man vorher nicht sah. Und zwar entdeckte man, dass jedes Lebewesen aus Zellen besteht, als den fundamentalen, funktionellen und strukturellen Einheiten. Man entdeckte Organellen innerhalb der Zelle, wie zum Beispiel Mitochondrien, Bakterien. Aber irgendwann mal entdeckte man auch, dass man mit dem Lichtmikroskop nicht mehr weiterkommt. Und zwar, wenn man schärfer sein wollte als etwa 200 Nanometer, also Fünftel eines Tausendstel Millimeters, so hat man das nicht mehr geschafft. Und aus diesem Grund hat man hier in Berlin vor etwa 80 Jahren das Elektronenmikroskop erfunden, das nicht mehr Licht verwendete, sondern Elektronen. Und mit dem Elektronenmikroskop hat man tatsächlich es geschafft, herunterzukommen bis auf die atomaren Skalen. Dann stellt sich somit die Frage, erst recht für einen Physiker, Frau Denz wird mir dazu stimmen, warum dann überhaupt noch Lichtmikroskopie, wenn man doch das Elektronenmikroskop erfunden hat? Und die Antwort ist ganz einfach. Ich kann mit einem Elektronenmikroskop kein lebendes Material beobachten. Das geht einfach nicht. Und es gibt noch einen anderen Grund, weshalb die Lichtmikroskopie so speziell ist, außer ihrer Eigenschaft, lebende Zellen zu beobachten. Ich weiß ja mittlerweile, was in einer Zelle drin ist, aber was mich interessiert, ist ein bestimmtes Protein, was das macht, wo das hingeht, wann es hochreguliert ist, wann es nicht da ist. Und das kann ich mit dem Lichtmikroskop sehr, sehr gut hervorheben, indem ich ein Fluoreszenzmolekül an das Protein, das mich interessiert, anhefte, markiere. Und indem ich dann dieses Fluoreszenzsignal beobachte, weiß ich letztendlich, wo das Protein ist, das mich tatsächlich interessiert. Und diese Eigenschaft ist auch was Einzigartiges, das das Lichtmikroskop hat. Und deswegen war es schon interessant, sich zu fragen, gibt es nicht doch eine Physik, die einem erlauben würde, deutlich schärfere Bilder zu erzielen? Und das war eigentlich das, was mich angetrieben hat. Es war nicht die Anwendung, sondern einfach die Frage, gibt es eine Physik, um die bestehende Physik sozusagen zu überlisten? Und ich möchte Ihnen kurz mal zeigen, was das eigentliche Problem war und wie oft lässt sich das ziemlich einfach veranschaulichen. Ein Mikroskop hat als wichtigstes Element das Objektiv. Das ist eine Linse und die Linse hat die Aufgabe, Licht auf einen Punkt zu fokussieren. Aber weil Licht sich als Welle ausbreitet, schafft die Linse es nicht, sagen wir mal, einen dieser schwarzen Punkte, nehmen wir an, das sei ein Molekül, genau exakt zu treffen. Diese Welleneigenschaft des Lichts führt dazu, dass ich am Ende immer einen Fleck von Licht bekomme. Und dieser Fleck hat eine ähnliche Ausdehnung, 200 Nanometer. Im Durchmesser. Und das bedeutet, ich treffe nicht nur einen Punkt, sondern viele gleichzeitig. Und wenn ich viele gleichzeitig treffe, und die fluoreszieren in diesem Fall, würden natürlich alle, die ich treffe, auch wiederum ein Signal aussenden. Dieses Signal, also Lichtsignal, Fluoreszenzlicht, würde von der gleichen Linse aufgenommen werden und würde auf den Detektor zugeführt werden. Aber auch dieses Licht ist natürlich eine Welle und macht Punkt, aus dem Punkt Molekül sozusagen hinten einen Fleck. Und so bekomme ich viele Flecke von jedem Molekül eins. Und egal, was für einen Detektor ich nehmen würde, das kann das Auge sein, das kann eine ganz teure, tolle Kamera sein, am Ende des Tages würde ich es nicht schaffen, dieses Signal auseinanderzuhalten. Und deswegen schafft man es nicht, diese Moleküle, die gleichzeitig von dem grünen Licht getroffen werden, zu trennen. Das dachte man. Der Mann, der das gefunden hat, war Ernst Abbe, der lebte zum Ausgang des 19. Jahrhunderts und er formulierte dieses Auflösungsproblem in einer Gleichung, die heute noch seinen Namen trägt, die besagt,
Wenn ich etwas trennen will, dann muss es mindestens die Wellenlänge Lambda geteilt durch zweimal diesen Zahlenwert im Nenner entfernt sein. Das ist sowas wie 2 oder 3 und so kommt man auf diese 200 Nanometer und das schien die Grenze zu sein. Und diese Formel findet man nicht nur in jedem Lehrbuch der Physik und auch in Lehrbüchern der Biologie, sondern auch auf einem Denkmal, das zu Ehren von Ernst Abbe in Jena errichtet worden ist. Und dort ist diese Formel in Stein gemeißelt. Und nicht nur, dass sie in Stein gemeißelt ist oder war, es war auch Fakt. Also durch das 20. Jahrhundert hinweg war die höchste Auflösung, die man erreichen konnte, wirklich das, was Sie hier sehen. Nun, die Entwicklung der SET-Mikroskopie, über die Herr Kramer so schön erzählt hatte, die hat gezeigt zum ersten Mal, dass das nicht stimmt. Man kann sehr wohl eine Physik finden, die diese Grenze fundamental überwindet. Und das ist eine ihrer ersten und wichtigsten Leistungen gewesen. Und ich möchte zeigen, was der Trick war. Und der war im Nachhinein gesehen, im Nachhinein ist es immer einfach, wirklich einfach. Also, das Laserlicht wird auf diesen großen grünen Fleck fokussiert, der eine ähnliche Ausdehnung hat und dazu führt, dass alle Moleküle leuchten. Aber was vergessen worden ist, und es fiel mir tatsächlich an diesem Samstagvormittag in Finnland ein, ich kann mit Laserlicht nicht nur Moleküle anmachen, sondern ich kann sie auch ausmachen. Ich muss nur die richtige Wellenlänge nehmen. Und genau das war die Idee hinter diesem STET-Verfahren. Ich nehme rotes Licht, in dem Fall, sagen wir, rot verschoben, würden Physiker sagen, das dazu dient, einfach diese Fluoreszenz zu verhindern, sodass sie erstmal gar nicht entsteht. Und wenn ich es dann schaffe, einen Lichtfleck zu machen, der ein Loch in der Mitte hat, und das ist gar nicht so schwer, schaffe ich es auf diese Weise, alle auszumachen, ja, bis auf den da in der Mitte. Und das Ganze verhält sich dann so, als hätte ich wirklich nur dieses einzige Molekül adressiert. Und dann ist dieses Kuddelmuddel da auf der linken Seite am Detektor plötzlich weg, weil ich bekomme Signal nur von einem einzigen Molekül. Und wenn ich das Ganze jetzt dann raster über die vielen Moleküle hier in der Probe, habe ich natürlich eine bessere Auflösung, weil ich jetzt auf einmal diese Moleküle voneinander trennen kann. Und das war die Idee der STET-Mikroskopie, 94 theoretisch publiziert in Turku in Finnland, wo ich, meine Frau würde sagen, im Asyl war, weil ich in Deutschland damals keinen Job gefunden hatte. Dann könnte man meinen, das ist eine gute Idee, die sollte man jetzt fördern. Ich habe etwa 4-5 Jahre gebraucht, bis ich das Glück hatte, nach Göttingen zu kommen, an das Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, wo ich eine Nachwuchsgruppe bekam, um diese Idee zu testen. Nachher hat man gesagt, wir haben auch nicht richtig dran geglaubt, dass es funktioniert, aber du warst der Einzige, der dran gearbeitet hat. Und wenn man dich jetzt nicht dran arbeitet, dann wissen wir ja nicht, ob es geht oder nicht. Dass es gegangen ist, können Sie sich ja vielleicht ausmalen. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein Vorher-Nachher-Bild. Das war also Standard-Konfokal, würde man in Fachjargon sagen. Und das war nachher. Und da sieht man schon, das ist ein sogenannter Kernporenkomplex, dass wenn man hier in die Details reinzoomt, dass man hier eine deutlich höhere Auflösung hat. Man sieht diese 8-fache Symmetrie dieses Kernporenkomplexes. Ich vergleiche es nochmal mit dem, was vorher ist. Das macht mir heute noch Spaß, diesen Vergleich zu machen. Obwohl, und das ist wirklich auf den Punkt gebracht, genau dieses Bild finden Sie jetzt in Standard, in Lehrbüchern, 12. Klasse Biologie im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weil es natürlich sehr schön diesen Auflösungsgewinn symbolisiert. 2011, 2012. Wir wussten natürlich, das Ganze macht nur dann Sinn und ist wirklich useful, wie man heute sagen würde, wenn man das in die Breite bringt. Also in viele Labors der Welt haben Studenten, ehemalige Studenten, Postdoktoranden und ich mit den Patenten der Max-Planck-Gesellschaft eine Firma ausgegründet, die mittlerweile dieses Set-Verfahren in verschiedensten Variationen anbietet, von klein und kompakt links oben zu sehr sophisticated und elaboriert rechts unten. Und das Spezielle daran war, wir haben uns entschieden, kein Venture Capital zu nehmen, keine Kredite, keine Schulden zu machen und Wachstum nur über die Einnahmen. Und das hat tatsächlich funktioniert und daran hat sich bis heute nichts geändert. Aber dann kam tatsächlich eine Überraschung, Herr Kramer hat das erwähnt, der große Preis aus Stockholm, das ist das Poster der Nobel Foundation, die diese Verfahren, die den Preis bekommen haben, nochmal skizziert, links das STET. Ich hatte die Ehre, den Preis mit zwei amerikanischen
manchen Wissenschaftlern zu teilen, die im Grunde genommen das gleiche Prinzip verwendet haben an aus, das war nicht neu, aber nicht einen Lichtstrahl mit einem Loch verwendet haben, um Moleküle an auszuschalten, sondern einzelne Moleküle an ausgeschaltet haben. Das hat Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall ist es auch ein Verfahren, das sehr valide ist. Und deswegen auch, sind wir alle damit ausgezeichnet worden. Was auch interessant war in diesem Zusammenhang, dass im Prinzip beide Verfahren, schließlich beruhen sie auf dem gleichen Prinzip, eine maximale Auflösung von einem Nanometer erzielen könnten. Also ein Nanometer ist etwa die Größe eines Fluoreszenzmoleküls. In der Praxis, zum Zeitpunkt, als der Preis vergeben worden ist, ging das aber nicht. Es ging nur 20 Nanometer. Das ist immer noch Faktor 10 über der Grenze. Das ist ja schon ordentlich, okay. Aber wirklich die absolute Grenze hat man nicht bekommen. Das heißt, weil wir ja fasziniert waren, und Herr Kramer hat es ja sehr schön angesprochen, von dieser Idee, das Maximum rauszuholen und eigentlich nicht zu sagen, that's it, sondern jetzt erst recht, wir gucken mal, was wir rauskriegen, war das Ziel in unserem Labor in den letzten Jahren, wirklich die maximale Auflösung zu bekommen, nämlich runter bis zur Größe des Moleküls. Und das geht in der Tat, wenn man die Stärken dieser beiden Verfahren kombiniert. Dieses rechte Verfahren, das die Amerikaner zuerst gemacht haben, Palmstorm, hat einen Vorteil, dass man mit einzelnen Molekülen arbeitet. Das ist wirklich ein starker Vorteil, hat aber auch andere Nachteile. Ich muss rauskriegen, wo es ist. Das kann ich aber sehr gut machen, wenn ich so einen Strahl mit einem Loch verwende. Also, gesagt, getan, diese beiden Verfahren sind kombiniert worden zu einem neuen Verfahren, wo man die Moleküle einzeln schaltet, aber mit dem Loch sucht und findet. Und dieses Verfahren, MINFLUX genannt, hat dann tatsächlich nochmal diesen Faktor 10 gebracht. Sie sehen jetzt wieder Kernpolenkomplexe. Ich zoome jetzt rein und diese einzelnen orangen Flecke, die Sie jetzt sehen, kann man einzelnen Molekülen zuordnen. Ich vergleiche das mal mit einem SET-Verfahren, das ja den Preis bekommen hat, und mit dem, was man ja als vor 20 Jahren als die absolute Grenze betrachtet hat. Dazwischen ist immer ein Faktor 10, das heißt von ganz rechts bis links ist es ein Faktor 100. Nun, dieses Verfahren ist hochinteressant, nicht nur, weil es zum ersten Mal bis auf die Molekülgröße runtergeht, sondern auch, weil es einem erlaubt, Veränderungen im Raum von Proteinen zu sehen oder konformationelle Veränderungen, um Fachjargon zu benutzen, Bewegungen zum Beispiel von einem Protein, das heißt Kinesin, das ist ein Motorprotein, das zum Beispiel Neurotransmitter in der Zelle transportiert, und die kann man jetzt deutlich genauer und schneller betrachten, 10-mal mehr präzise oder 100-mal schneller als bisher. Und das kann man zum Beispiel sehr schön sehen, dass man jetzt diese Schritte sehr genau vermessen kann und auch sehr schnell bei physiologischen Konstellationen von ATP, was sehr, sehr wichtig ist. Und diese Folie, die sieht jetzt sehr nerdig aus. Ja? Das würde ich Ihnen zustimmen. Ja, die sieht nerdig aus. Aber die Erfahrung ist, Paradigmenwechsel in der Wissenschaft kommen oft als klein und unscheinbare Ergebnisse daher, die auf den ersten Blick nördlich aussehen. Aber dieser hundertfache Gewinn an Geschwindigkeit, ja, bei der Vermessung von Proteinveränderungen im Raum, glaube ich, das kann ein Gamechanger sein in dem Feld. Das war eines der Gründe, weshalb die Ausgründung Abelio tatsächlich die Lizenzen von der Max-Planck-Gesellschaft, die natürlich die Patentrechte innehält, genommen hat. 2020, also während der Pandemie, ist es noch sozusagen auf den Markt gebracht worden. Mittlerweile gibt es mehr als 2 Dutzend Bestellungen, Systeme von San Diego bis Shanghai, 2 am National Institute of Health in Bethesda unter anderem auch. Und natürlich liefern sie die Auflösung ab, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Das ist natürlich auch der Stadt Göttingen nicht verborgen geblieben. Und die Stadt kam auf uns zu und hat gesagt, naja, wenn ihr Platz braucht, wir bauen gerne ein Haus für euch hin, da könnt ihr euch einmieten. Das ist in der Tat passiert, Sie sehen das schon, das werden wir wahrscheinlich, die Firma wird es in einem halben Jahr beziehen können. Mittlerweile mehr als 100 Mitarbeiter, schnell wachsend immer noch an mehreren Standorten, auch im Ausland natürlich. Was mich auch freut, die meisten haben einen akademischen Abschluss, mehr als ein Drittel haben einen Doktortitel. Nun,
Sicherlich, ich habe im Team gearbeitet, vollkommen klar. Und diese Geschichte könnte ich Ihnen nicht erzählen, wenn nicht doch viele Leute hier ja, mit Spaß an der Sache und natürlich kreativ an der Lösung vieler Detailprobleme gearbeitet hätten. Ich habe das hier symbolisch zusammengestellt. Der eine oder andere ist hier. Ich bin Ihnen auch zu großem, großem Dank verpflichtet. Zusammenfassend, 100-fache Auflösung, das ist heute möglich. Wer weiß, ja, vor 20 Jahren hätte man sich das nicht vorstellen können. Aber der Schatz, der sich damit auftut, der ist noch nicht gehoben. Davon bin ich überzeugt. Es gibt sicher ein bisher nicht erkanntes Potenzial in vielen Bereichen der Biochemie, natürlich auch der Medizin. Ich denke da natürlich an die personalisierte Medizin, Pharmaentwicklung, gerade weil man konformationelle Änderungen sehr schnell sehen kann, an die man noch vor 3 Jahren eigentlich nicht gedacht hat, dass man sie je sehen wird. Heute wird es direkt messbar werden. Und ich finde, das macht die Sache so spannend. Und da stimme ich Herrn Kramer zu, das ist nicht that's it, sondern that's the beginning. So, und zum Schluss noch eine kleine, ja, zusammenfassend eine Lehre, die ich da mitgenommen habe auf diesem Weg. Es ist meistens die Neugier. Ich wollte nur wissen, ob es eine Physik gibt, die das erlaubt, die letztendlich zu echten Durchbrüchen führt. Echte Durchbrüche, und davon bin ich überzeugt, haben immer einen ökonomischen Wert. Immer, immer, immer. Ausnahmslos. Vielleicht nicht immer im nächsten Jahr, aber haben immer einen ökonomischen Wert. Und wenn sie einen ökonomischen Wert haben, dann führen sie natürlich auch zu Jobs und kommen. Und das ist ganz im Sinne des Werner von Siemens-Ring uns allen zugute. Herzlichen Dank.